Herzlich willkommen, lieber Fische, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 3. Dezember bis zum 12. Dezember. Das ist die zweite Dekade Schütze und wir sind so mitten in der Schütze-Energie und das beeinflusst uns alle mehr oder weniger stark. Und da schauen wir mal, wie du mit dieser Energie harmonisierst. Eine allgemeine Karte für den Fische. Oh, der Stern. Ich muss auch sagen, eben, ich habe mich eben gerade bei dieser Karte wirklich, hatte ich ganz komisches Gefühl. Also wow, also kam irgendwie gerade was ganz Spirituelles und jetzt der Stern. Okay, da geht es bei dir um Zukunftsvisionen und dir, ja, um Träume einfach, Wunscherfüllung und ja, dass auch neue Wünsche auf dich zukommen, dass du neue Inspirationen erhältst, neue Perspektiven bekommst, wirklich auch aus dem Universum. Das ist wirklich, ja, eine wirklich sehr schöne Karte und in dieser Zeit ist es auch, lohnt es sich auch viel auf die eigenen Träume oft auch zu achten und überhaupt jede Idee, die einen auch kommt, jeden Eindruck auch sehr ernst zu nehmen. Ja, also da geht es einfach auch viel um Inspiration. Schauen wir mal, um welche Themen es da bei dir geht. Okay, also in der Vergangenheit eine wirklich positive Situation, die du jetzt erlebt hattest, eine sehr harmonische Situation mit viel Freude, die dir begegnet ist, die von außen ja einfach passiert ist und auch irgendwie zu einer gewissen Klarheit bei dir geführt hat. Du konntest, die wurden einfach, ja, also da geht es auch um, ja, Erhellung von Dingen, die vorher im Schatten waren, dass man die gesehen hat, dass die Sonne sie angestrahlt hat und dass man innerlich total klar war und im inneren Frieden und harmonisch mit seiner Umwelt. Dann aktuell bekommt diese Positivität einen kleinen Dämpfer, aber da geht es bei den 5 Kelchen um eine gewisse Desillusionierung. Auch ein bisschen einen Strich unter allem zu machen und zu gucken, was eigentlich in der letzten Zeit passiert. Und zu fühlen, was eigentlich noch richtig und was falsch für einen ist, was Wahrhaftigkeit hat. Und bei dieser Konsolidierung fallen einem einfach auf ein paar Sachen auf, die emotional nicht mehr für einen passen. Und da liegt dann die Enttäuschung, dass man das dann einfach so deutlich vor sich sieht, dass das jetzt nicht mehr verpasst und sich etwas verändern muss. Und mit diesen Themen bist du aktuell konfrontiert und in der nahen Zukunft wird sich aber deine emotionale Situation wieder stabilisieren, hast du die 9 der Kelche, was wirklich von sehr viel Harmonie spricht und Freude in den sozialen Bindungen und ja, dass einfach auch die Gefühle fließen, dass man Gefühle teilen kann mit Menschen, dass man auch viel zurückbekommt, einfach wirklich sehr viel Freude in dieser Karte und da sehe ich auch einen König der Scheiben
Könnte sich sehr gut um eine andere Person handeln, die mit der du diese Freude erlebst. Könnte natürlich auch für deine Energie stehen, könnte auch heißen, dass du in dieser in diesen sozial in dieser sozialen Harmonie auch mehr Erdenergie entwickelst, als du das normalerweise tust. Der König der Scheiben entspricht der Erdenergie, ist ein bodenständiger Mensch, der pragmatisch denkt, der mit beiden Beinen fest auf den Boden steht und sehr realistisch ist und auch sehr geduldig sein kann, dem materielle Dinge und Geld sehr wichtig sind und materielle Dinge überhaupt. Ja, kann natürlich sein, dass du diese Fähigkeiten an den Tag legen musst, um diese neuen der Kelche zu manifestieren, zu stabilisieren, festzuhalten. Oder dir ist so ein Mensch begegnet, mit dem du das gut teilen kannst. Und dieser Mensch ist dann der stabilisierende Faktor in eurer Verbindung. Schauen wir genauer hin, welchen Herausforderungen du es zu tun hast. Ich werde jetzt alle Karten auflegen. Ich finde, das gerade hat sich irgendwie besser jetzt so bewährt, weil dann habe ich alle Karten auf einen Blick. Dauert halt einen Moment, bis ich halt alle gelegt habe. Das ist der Nachteil. Okay. Viele spannende Energien. Ja. Okay. Also durch diese positive Erfahrung im Vorherigen hat sich ein neuer stabilisierender Zyklus bei dir entwickelt. Eine neue Sicherheit, neue Stabilität auf der materiellen Ebene. Neuland. Und du bist ganz beflügelt davon, fühlst dich wie neu geboren. Ne? Also da sehe ich sehr viel Leichtigkeit bei dir, Frohsinn, Engagement, Fröhlichkeit, vielleicht sogar auch Naivität und Leichtsinn. Aber das, die hauptsächliche Energie ist diese neue Stabilität, die du jetzt gefunden hast. Und ich sehe aber auch gleichermaßen, dass dich dieser neue Zustand auch verunsichert. Aber da sehe ich auch, dass das nur ein kurzer Moment ist. Wir hatten ja hier aktuell schon die fünf Kelche und hier die sieben Scheiben und die sieben Schwerter. Also bei den sieben Scheiben sehe ich einfach nur so eine gewisse Verunsicherung bei dir. Also, dass einfach etwas ungewohnt ist und dass du dieses Ungewohntes auch so ein bisschen in Frage stellst und
dass manchmal dazu vielleicht neigst, das auch eher negativ einzuordnen, auch wenn das eigentlich eine ganz positive Entwicklung ist. Aber da kommen wir gleich zu. Ich würde noch kurz zu der Vergangenheit. Hier haben wir nochmal die neuen Kelche. Hier, also das ist wirklich ein länger dauernder Zustand, diese neuen Kelche. Kommt auch von der Sonne. Und die fünf der Schwerter. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Das kann auch. Also mein erster Gedanke war, dass das vielleicht noch vorher in der Vergangenheit lag, dass es da einige Schwierigkeiten gab, die jetzt aber überwunden ist. Mir kam jetzt aber auch noch ein anderer Gedanke, ne? Das kann natürlich auch mit den fünf der Kelchen zusammenhängen, dass du erst dass du erst eine Idee bekommen hast. Hier habe ich ja von so einen gewissen Aussortierungsprozess gesprochen und diese Idee dazu hast du schon in der Vergangenheit bekommen, dass du da genauer hingucken müsstest und das tust du jetzt erst emotional und kannst so diese Desillusionierung wirklich einleiten, dass du dich von alten Illusionen lösen kannst. Und die Idee hattest du aber schon im Vorfeld und liegt und dieser glückliche Moment, den du erlebt hast, ist auch die Ursache davon, dass du dann eindeutig gesehen hast, okay, das macht mich glücklich, nicht das. Das macht mich, ich dachte immer, das andere macht mich glücklich, aber das macht mich gar nicht glücklich. Das ist eigentlich das, was ich will. So sehe ich das hier. Und durch diese neue positive Erfahrung hast du diese neue Stabilität gefunden und jetzt bist du ein bisschen unsicher. Kurz, das ist nur ein kurzer Moment und gehört einfach zu dem aufbauenden Prozess und zur Verarbeitung. Du musst deine Vergangenheit jetzt aufarbeiten. Das ist dann die Antriebsfeder für spätere positive Entwicklung. Und du hast hier die sieben der Schwerter. Ich habe den Eindruck, dass du innerlich ganz tief in dir drin vielleicht die Angst hast, dass das Positive hier nur einmal passiert ist oder nur kurz mal, dass du dich so gefühlt hast und dass du so ein Gefühl hast, dass du da nicht mehr rankommst, dass du da nicht mehr hinkommst. Aber das ist nicht so. Diese Karte wird sich in der nahen Zukunft wieder zeigen. Also das ist schon eine langfristigere Angelegenheit. Und da kannst du ganz entspannt deine alten Themen aufarbeiten. Denn die Stabilität dafür hast du. Und eigentlich weißt du das auch, weil wir haben hier die acht der Scheiben. Und das, was du jetzt tust, hat einfach, wird sich in einer späteren Zeit für dich auswirken. Und du legst jetzt den Grundstein quasi. Und dir ist das auch klar. Irgendwie weißt du, dass du das gerade tust und dass das jetzt gerade wichtig ist für deine Zukunft. Und dieser Moment wird auch ziemlich, also dieser Moment, du willst wieder zu diesen neun der Kelche. Und es wird auf jeden Fall wird sich ziemlich schnell ein positiver Zustand einpendeln. Hier haben wir die zwei Kelche.
Das ist einfach eine wirklich sehr harmonische Karte und zeigt auch an, ja, also wenn es hier um diesen König der Scheiben geht, dann zeigt sich da sehr viel Harmonie und liebevolle Situation. Vielleicht kommt daher auch die Vergeblichkeit, vielleicht hast du irgendwie das Gefühl, dich nicht an diesen König der Scheiben anzunähern. Vielleicht ist er für dich noch entfernt oder so und du hast irgendwie das Gefühl, du kommst nicht an diese Person ran. Aber das wird sich wirklich schlagartig ändern. Wir haben ja auch das Glück. Das deutet auf eine glückliche Wendung, auf auch etwas, was man als schicksalshaft bezeichnen kann. Also, dass da spielen die äußeren Umstände einfach dir gut in die Karten. Kann man das so sagen? Weiß nicht. Auf jeden Fall ist das Glück, ja, also die äußeren Umstände stehen gut für dich und ebnen dir den Weg. Und das sieht halt wirklich so aus, als ob du dich dieser Person, wenn es hier um eine andere Person geht, oder ja, oder überhaupt der Emotionalität, dass du dich dem annähern kannst. Und zu einem ganz stabilen, fruchtbaren, emotionalen Austausch kommst. Deine Umgebung gibt dir im Moment ziemlich guten Input, hilft dir bei diesem Ast der Scheiben, bei dieser neuen Stabilität, gibt dir viel geistige Inspiration. Und du erhoffst dir auch, zu einer inneren Klarheit zu kommen. Hast dir auch in der letzten Zeit viele Gedanken gemacht und möchtest auch, dass das alles sich positiv für dich auswirkt. Und in der Zukunft haben wir hier einen Ritter der Stäbe, eine Person des Feuers. Könnte natürlich mit den König, mit der Scheibenperson zusammenhängen, aber das sind halt schon verschiedene Energien. Vielleicht musst du auch in der Zukunft dann wie ein Ritter der Stäbe agieren. Auf jeden Fall haben wir hier die neun Stäbe und die neun Stäbe zeigt einfach eine Situation an, wo du wirklich überzeugt von etwas bist und für etwas kämpfen willst. Und du hast die Stärke bezieht sich auf die innere Stärke. Du willst für etwas einstehen und bist absolut sicher und beherzt in einer Angelegenheit. Kann natürlich sein, dass du durch dieses Gefühl diese Stäbeperson, diese Feuerperson sein musst, dynamisch, dominant und eher abenteuerlustig, draufgängerisch und einnehmend. Kann natürlich aber sein, dass du dich zu so einer Person hinbewegen möchtest. Da können die Situationen unterschiedlich sein. Auf jeden Fall sehe ich hier irgendwie schon, dass du dieser Person näher kommen wirst, dass die Umstände auch gut für dich stehen, aber dass du dann schlussendlich nach dieser harmonischen Situation trotzdem beherzt für die Beziehung kämpfen musst und da ordentlich nach vorne preschen musst und wirklich mit Leidenschaft und innere Stärke handeln musst. Für das, was du möchtest, für das, was du dir jetzt gerade hier aufbaust. Also ein aufbauender Prozess, in dem du später zu einem späteren Zeitpunkt geprüft wirst. Ja, geprüft, ob du das, was passiert, wirklich willst. Ne? Liebe braucht halt auch mutige Entscheidungen.
Und das wird dir irgendwie klar und das wirst du auch an den, ich sehe hier schon, dass du das auch an den, also dass du das auch zeigen wirst. Ja, ich möchte noch ein paar Erklärungskarten zu den Personen. Wir haben ja zwei Personen, also einmal den König, also legen. Ich muss die Sätze zu Ende sprechen, ne? Also ich möchte noch Karten legen für diese Person und wir haben ja zwei Personen. Einmal den König der Scheiben. Der König der Scheiben. Oh ja, okay. Ja, die Liebenden, ne? Also, ja, also es kann natürlich hier auch um Selbstliebe gehen, um die Eigenliebe zu sich selbst, aber natürlich auch eben, wenn du eine Scheibenperson in deiner Umgebung hast, dann ist das wirklich sehr liebevoll zwischen euch, ne? Dann ist es wirklich unheimlich schön. Und dieser Mensch gibt dir dann sehr, sehr viel. Hat auch mit diesem Ass der Scheiben zu tun. Auf jeden Fall ist dieses Ass der Scheiben, dieser neue, stabile Zyklus, in dem du bist, der Schlüssel für deine, auch für deine Liebe zu dich selbst. Das ist ganz wichtig für dich, dass das jetzt passiert ist. Und der Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe. Oh, da kommt jetzt die Prinzessin der Stäbe. Okay. Und die Prinzessin der Kelche. Der Eremit. Also, ja. Okay. Okay, jetzt hätte ich, also bis hierhin hätte ich jetzt gedacht, okay, du triffst auf eine Feuerperson. Die Prinzessin der Kelche bist du. Das ist so gegensätzlich, da habe ich dann gedacht, das sind zwei verschiedene Personen. Ah, dann kommt hier der Eremit. Und nee, da sehe ich auf jeden Fall doch, dass du in der Zukunft diese Feueranteile deutlich zeigen musst. Und dass du wirklich innere Stärke aufbauen musst in der Zukunft, dass du vor so einer Herausforderung stehen wirst. Der Eremit ist auch eine ganz zurückgezogene Energie, die Ernsthaftigkeit, Nüchternheit, innere Klarheit bedarf. Und man, ja, da geht es dann tatsächlich viel mehr um dich als um jemand anderes. Ja, ich möchte dir noch eine Karte von dem Mond mitgeben. Was gibt der Mond dir für einen Ratschlag? Ja, lass Stolz nicht in deinen Weg sein. Überwinde deinen Stolz. Ja, da sehe ich vielleicht eher hier diese Situation, dass du vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, das wird bei euch verschieden sein, um was es für Themen es sich hier handelt. Aber da gibt es auf jeden Fall noch einige Themen für dich zum Aufarbeiten. Und da kann ich mir vorstellen, dass das dieser Ratschlag vom Mond
dich auffordern soll, wirklich über diese Sachen auch zu kommunizieren. Und vor allem auch zu kommunizieren, was du willst, ne? Du bist inspiriert vom Stern. Du hast wirklich inspirierende Pläne und Einsichten und Erleuchtungen. Die solltest du auch mitteilen, dein Gegenüber. Ja, lieber Fische, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass sie dir viele gute Inspirationen geben konnte. Das würde mich sehr freuen und ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.